Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stehen hier am wunderschönen größten Feld der Karte, Feld 44. Ich glaube, es ist wirklich das kleinste Feld, was es gibt. Und wir stehen hier mit unserem wunderschönen Motor, sollte man noch anmachen, Mähdrescher, und wollen hier schnell mal den Weizen abbeißen. Das sollte relativ fix gehen. Da sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Und unser Korntank sollte durchaus alles, was man hier bekommen kann, passen können. Alles andere würde mich schwer stutzig machen. Aber ja, ist halt ein ziemlich kleines, süßes Fältchen. Weiß gar nicht, wie man hier startet, was man da überhaupt drauf macht, weil... Ja gut, naja, wenn man mit dieser 3-Meter-Maschine arbeitet hier drauf, dann ist es schon was. Aber ich denke, das ist auch mehr oder weniger als... Platz für einen Stall gedacht und eine kleine Wiese, die man dann dauerhaft hat oder ähnliches. Also das ist wirklich schon sehr, 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 sehr kleines Feld. Aber na, auch Kleinvieh macht Mist und wir haben schon immerhin 1500 Weizen jetzt hier weggeholt und müssen immer davon ausgehen, dass das nur 66% der vollen Leistung sind, denn auf oder durch Precision Farming und ähnlichen ist das hier natürlich nicht unter vollster und bester Bearbeitung gewesen, da es vom NPC ist. Aber es geht halt eben wirklich rubbel die Katz hier, ne, dieses Feld runter zu mähen. Und naja, gute 3000 Liter werden wir kriegen hier. Das ist doch schon gar nicht mal so wenig. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das ist gar nicht mal so wenig. So. Und dann fahren wir noch zu Feld 75, machen das auch noch schnell fertig. Der Träger steht schon unten. Ich muss jetzt so einfach mit dem Mähdrescher da hinfahren. Schneidwerkswagen haben wir ja hier. Da werden wir gleich das Schneidwerk drauflegen und dann denke ich immer, sollte das gut sein. 3065 Liter hier runtergeholt. Naja, also wenn das jetzt auf 100% wäre, hätte man hier knapp über 4000 da. Das ist doch okay. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Dass wir hier jetzt fix zum anderen Auftragsfeld kommen. Fahren wir hier mal durch. Ja, ist ein bisschen hakelig alles, aber geht. So. Ist ja auch eine viel zu große Maschine für dieses ganz kleine Feld. So, hier haben wir unserem Rübenfeld hinten noch. Da müssen wir dann... Oh, da gibt es auch noch viel zu tun. Dann, also na gut, das wird dann alles was werden. Und dann können wir auch wieder Zucker produzieren. Jetzt wirklich seit 2 Monaten haben wir eigentlich kein Zucker mehr gemacht. Ach, jetzt kommt doch noch die Lokomotive. Tschüss. Ja, da fährt sie wieder. So, natürlich noch ein bisschen warten, bis hier der Bahnübergang hochgeht. Kommt, kann doch jetzt langsam mal. Sehr schön. Ich könnte dich an der Lokomotive immer zeigen, wie das in dem anderen Spiel ist mit der Lokomotive. Naja, ist egal. Wollen wir dich schon wieder vom anderen Spiel erzählen. Ja, ich habe auf unseren beiden großen Feldern die Zwischenfrucht in der Zeit, ihr seht ja, ist da oben auch schon wieder eine Stunde fast vergangen, die Zwischenfrucht angelegt. Also das habe ich jetzt gerade von selbst dann schnell gemacht. Der Träger steht da noch, den holen wir da gleich ab. Und dann bleibt uns eigentlich nichts weiter, als noch ein bisschen paar Sachen wieder zu reparieren und dann zu schlafen in den neuen Monat. Und dann gucken wir mal, was wir nächsten Monat alles Schönes machen müssen. Wir müssen auf jeden Fall mit der... wir müssen Futter für unsere Kühe herstellen. Denn das geht oder wird dann so langsam aber sicher zur Neige gehen. Das wollen wir natürlich nicht, dass die hungern. Die Hühner müssen wir wieder füttern. Wir müssen die Schafe am oberen Stall müssen wir dann auch füttern. Da geht auch schon, also ist auch, denke ich mal, 3.000, 4.000 Einheiten Gras raus oder Liter Gras raus, die wir wieder nachfüllen müssen. Und ja, das sind so die kleinen
aber fein Dinge, die wir da erledigen wollen und müssen. Wir haben noch ein bisschen Hafer hier im Fahrzeug drin, im vorderen Wagen. Das ist der Hafer, der übergeblieben ist, sind glaube ich knapp 2000 Liter oder so. Mehr ist es nicht geworden. Macht aber auch nichts. Ist jetzt eigentlich auch Hafer oder ist das Weizen hier? Oh, beides Weizen, oder? Ja. Weizen. Und da sieht man, der erwartete Ertrag sind 64% von 100%. Weiß ich nicht, ob das nur an keine Daten vorhanden liegt oder ob das wirklich jetzt dann 64% nur sind. Von den 100 möglichen. Das ist schon. Oh, jetzt haben wir ein bisschen rumgerubbelt hier an den Wagen. Ja, ein bisschen ungünstig abgestellt hier mit diesem Strommast im Hintergrund. Das hätten wir durchaus besser hinkriegen müssen und können. Naja. Gut. Das war vielleicht nicht die beste Idee, das so abzustellen. So, dann wollen wir mal gucken hier bei dem Acker, wie viel wir hier runterbekommen. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Aber gut, ich habe ja auch noch einen kompletten Bunker vom Mähdrescher, den ich sozusagen noch zwischenlagern kann, den ich ja auch mitnehmen kann. Und den kann ich ja theoretisch den Rest direkt abbunkern über der Abladestation bei South Gain, South and Grain oder so. Quasi die Abladestelle, die dort zu sehen ist mit den großen Silos im Hintergrund hinter den Bäumen und dem großen Turm, da ist der Ort, wo es hin muss. Und dann haben wir, glaube ich, in diesem Monat eigentlich ordentlich Felder abgeerntet. Also es war schon im Verhältnis zu den vorigen Jahren sehr viele Lohnaufträge, die wir hatten. Das kann man nicht anders sagen. Wir können auch mal in den Shop gucken, ob vielleicht eventuell noch was Neues dazugekommen ist, aber ich denke nicht. Und dann ist dann August und ich hoffe, dass ich dann den Raps abmähen kann. Ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich darauf spekuliere, dass ich den Rapsen wirklich runterkriege und natürlich auch das andere Feld oben hinter dem Schafstall, also mit dem kleinen Schafstall und unserer Stoffproduktion, Bekleidungsproduktion, dann zur Wiese machen kann und ich diese Wiese dieses Jahr noch einmal abmähen kann. Das wäre natürlich sozusagen der ideale oder das ideale Vorgehen, was wir da an der Wiese haben, damit wir dieses Jahr noch einmal vielleicht das ein oder andere Heuballen oder den ein oder anderen Heuballen machen können. Denn ich glaube, das brauche ich auch noch. Ich habe noch ein bisschen Heu, aber ich weiß nicht, ob ich damit bis doch weit ins nächste Jahr rüberreiche. Aber ja, doch, müsste eigentlich gehen, aber sicher ist sicher. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den runde Heuballen mache. Die dürfte er denn hier nicht wickeln, beziehungsweise wenn er sie wickelt, kann ich mich ja dran stellen, einmal R drücken, dann sollte ja die Folie entfernt sein. So. Gut. Also darauf spekuliere ich, dass ich das dann noch hinkriege. Dass ich dann noch einmal Heuballen machen kann. Ich will ja jetzt, diesen Monat wäre eigentlich ja unsere Feldrand-Mähaktion dran, aber die möchte ich dieses Jahr, oder ich möchte ab jetzt das nicht mehr machen. Da ich den vollen Bonus quasi über das Jahr retten möchte. Also den vollen Bonus, beziehungsweise diese Berechnung für die Bonis beim Feld werden ja bei der Ernte jetzt einmal gemacht für wie gut was gedüngt und ähnliches. Und da, wenn wir am Feldrand entlang fahren und das abmähen, wird das vom Precision Farming neu berechnet. Und dann passt natürlich der pH-Wert und der Stickstoff, genau, N-Wert wollte ich sagen, aber es ist der Stickstoff, der Stickstoffwert nicht zum Optimum oder zu dem, was da jetzt wirklich da ist und deswegen würde oder geht immer unsere Wertung dann runter und deswegen haben wir dann bei vielen Verkäufen sozusagen theoretisch Geld, ja, doch man kann durchaus sagen verschenkt, weil wir einfach nicht direkt darauf geachtet haben, dass wir unsere Wertung auch hochhalten und dann mit mal nur noch 8% oder bloß noch 6% manchmal gekriegt haben, statt den 15%, die man kriegen könnte. Und das macht bei Verkäufen von 200.000-300.000 schon jede Menge Geld aus. Also bei, bei 100.000, wenn dann statt 15 nur 8% sind, fehlen uns 7% und das sind halt eben dann doch 7.000 Euro, was Fixkosten einen Monat in etwa entspricht.
bei unserer Größe oder unseren Fixkosten, die wir momentan haben. Na? Oder für 7000 muss ich schon durchaus auch ein relativ großes Feld abernten. Na? Also wir kriegen ja jetzt hier für die drei Felder, die wir jetzt in den letzten zwei Folgen gemacht haben, die durchaus ganz schön Fläche hatten, nur knapp 5000 zusammen. Oder knapp über 5000 an Geld, was wir bekommen dafür. Also da muss man schon ordentlich für arbeiten. Und wenn man das später dann einfach nutzen können und nicht einfach so wegschmeißen, dann ist das schon nicht schlecht. So, ich hoffe, ihr hört uns jetzt nicht, dass jemand ins TS gekommen ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz interminieren. Bin am Aufnehmen. Und habe mich wieder in den falschen Channel begeben. Ich habe einfach Aufnahme angemacht und bin nicht aus meinem Channel rausgegangen in den Aufnahmechannel. Ist meine eigene Silberschuld. Muss ich immer wieder zugeben. Ja. Ist aber auch schon spät. Dachte ich, das geht schon hier mal schnell weiter. Ist ja auch schon spät heute. Wir haben es jetzt so kurz vor 10:30. Ja, ich hatte heute Abend noch mal ein bisschen Lust, ein bisschen weiter zu spielen und so weiter. Ich freue mich drauf, dass ich ab morgen Urlaub habe. Also wirklich richtig Urlaub mal wieder. Mal wieder längere Zeit nicht zur Arbeit gehen müssen und einfach mal entspannen, ausspannen und mal den Kopf frei kriegen. Und das ist auch sehr wichtig, weil die letzten drei Tage waren wenig von Erfolg gekrönt auf Arbeit. Und deswegen, naja, muss ich da einfach mal alle fünf gerade sein lassen, ein bisschen Hotel Mama und dann geht das schon wieder. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Der wird uns doch hoffentlich nicht aus dem ersten Hänger die Körner rausschmeißen. Ich werde einfach die Decke zumachen und hoffe, dass er dann nichts abfüllen will. Naja, wir werden sehen. Gut, dann raus aus dem wunderschönen hier, dann auf zum Traktor hin. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, fast sogar von dem Feld hier an Einnahmen oder beziehungsweise an Ertrag, aber ist okay. Geht. Aber wie gesagt, also hier unten würde ich wirklich, da würde ich alle Felder zusammenpflügen, denn ich werde irgendwann, also das ganz große Target ist hier, wir wollen alle Felder besitzen. Und das, also das ist sozusagen Endgame-Ziel, dass wir alles an Land besitzen, was es hier auf der Karte gibt. Und ja, wenn es jetzt so finanziell so weiterläuft, dass wir jetzt jedes Jahr gute 200.000, 300.000 machen, die wir quasi investieren können. Ich fahre jetzt einfach drunter durch. Ich hoffe, dass er nichts ablädt. Nein, macht er auch nicht. Na gut. Ach, würde schon klappen, glaube ich, mit uns. Dass wir da denn, naja, jedes Jahr vielleicht so ein oder zwei Felder dazu. Und wenn wir die dann haben, dann bringt das ja auch mehr Geld ein und ein paar mehr Sachen ein, die wir dann machen können. Und dann sollte ja dann durchaus auch dann es irgendwann schneller gehen. Gut, dann müssen wir Hilfe einsetzen, sonst irgendwas dergleichen. Das wird nicht ausbleiben, dass sich da in die Richtung geht oder dass es in die Richtung geht. So. Fertig. Motor aus. Rein in den Mähdrescher. Und, achso, vorwärts fahren. Den Vorwärtsgang wieder einlegen. Das sieht man ja auch sehr schön, hier drin, der Joystick halt genutzt wird, ne, zum Gas geben. Das ist schon cool gemacht, also muss man ehrlich sagen, also das mit auch diese Kleinigkeiten und sowas, da achten ja auch viele Leute drauf. Ich habe heute einen Stream gesehen von, der heißt der Hobby-General, der macht so, ja, eher Strategiesachen, sonst irgendwas dergleichen. Der hat ein Spiel vorgestellt und er hat sich richtig darüber gefreut, dass also man ein Spiel mit Militärfahrzeugen, mit Panzern. Und er hat sich richtig darüber gefreut, dass wenn der Panzer schießt, der neben ihm steht, dass die Vegetation links und rechts davon quasi wackelt. In einem, das ist, ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß und so, ist das auf jeden Fall Early Access gewesen und noch ganz frühe Versionen. Der durfte das anspielen oder sowas. Er kennt wohl da dann also einen Entwickler irgendwie. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber ist auch egal. Ich habe auch bloß kurz reingeguckt oder beziehungsweise nicht lang genug reingeguckt, um jetzt alles zu wissen. Aber das fand ich schon sehr interessant. Also, das auch Spieler, wie die solche Spiele dann halt eben sehr häufig spielen, so, sich sehr über so kleine Sachen freuen können, die das Spiel einfach
ein bisschen griffiger machen. Also wo man so ein bisschen mehr das Gefühl hat, man ist mit denen drin statt nur dabei. Ne? Gibt's ja die verschiedensten Ansätze natürlich, die Leute dort haben, oder beziehungsweise die auch Ansprüche, die Leute haben an die Spiele, was das angeht, wie jetzt hier beim Mähdrescher oder beim Landwirtschaftssimulator. Da gibt es sicherlich einige, die das deutlich realistischer oder näher am Realismus spielen, als ich das tue. Die dann, also ich meine, Spaß ist, was ihr daraus macht nachher am Ende, das ist das Nächste. Aber wer da halt eben sehr viel Wert drauf legt und sehr viel Spaß dabei hat, das so realistisch wie möglich zu spielen. Ich habe ja auch so ein paar Sachen, wo ich sage, so, das möchte ich halt nicht machen. Also ich nutze schon, sagen wir mal, zu großen Teilen auch Off-Map oder Off-Cam. Also wenn ich es nicht gerade aufnehme, die Wege alle, weil es gehört sich einfach so, dass man nicht einfach überquer über andere Felder fährt. Aber das macht ja auch keiner im Normal. Dafür sind die Wege hier angelegt. Es passiert mir manchmal, dass ich aus, weil jetzt habe ich gerade keinen Bock, so lange zu fahren mit dem Langsamtrigger, dass ich dann doch mal abkürze, so über eine Wiese. Aber ja, also zum Beispiel diesen riesen Umweg zwischen Shop und unseren unsere Textilindustrie, beziehungsweise die Kleidungsindustrie da, die Textilindustrie, die mit Textilien herstellen, oder Stoffe halt. Da bin ich auch schon mehrfach dann einfach quer rüber gefahren über die Autobahn. Ne? Das habe ich auch schon on-cam gemacht. Aber ansonsten halte ich mich eigentlich schon sehr stark daran. Aber es gibt halt eben Leute, die auch hier beim Mähen und Ähnliches oder beim Aussehen wirklich erst die Mitte aussehen und das quasi Gewände oder den Außenrand dann am Schluss ausmalen und da wirklich den Wert drauf legen, dass dann zur richtigen Zeit ausgehoben wird, alles abgesetzt wird und. Also das ist schon, da gibt es eben die verschiedenen Spielansätze und ja, auch sehr schön. Also ich finde das, ich gucke mir sowas sehr gerne an, wenn jemand das so extrem realistisch spielt. Da gucke ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne zu, weil mich das ja durchaus auch fasziniert, das so spielen zu können, oder dass man das Spiel halt auf diese Art und Weise dann interpretieren kann. Also, wie gesagt, ne, ich bin da kein gutes Vorbild, was das angeht. Unbedingt für den vollen Realismus ein Teil versuche ich mich dran zu halten. Ein paar Sachen weiß ich auch, wie man es eigentlich richtig macht, und ich mache es jedes Mal wieder falsch. Ob bewusst oder unbewusst, das ist dann die andere Sache. Eher unbewusst, einfach aus Faulheit und Bequemlichkeit, weil es halt geht. Ne? Mache ich es dann halt eben dann doch auch häufiger denn verkehrt, aber oder immer wieder falsch. Aber in den meisten Fällen, na gut, ich versuche es halt, ne? Also was schlecht ist, wenn man seinen eigenen Spielstil jemand anderen aufzwingen möchte. Also wenn man jetzt in der, gut, was ich nicht sehen möchte, ist dann, wenn ich mit jemandem im Multiplayer zusammenspiele und der macht nur Faxen und Blödsinn mit den Fahrzeugen. Das mag ich auch nicht so gerne sehen. Aber jetzt einen anderen, weiß ich nicht, Spieler des Spiels, der für sich selber da auf seiner Map macht, was er will, ja, das soll er doch tun, lassen, was er will. Ne, ist seine Map, seine Regeln, Punkt. Wenn er da der Meinung ist, ne, was weiß ich, mit den größten Treckern die kleinsten Felder bearbeiten, oder ja, dann, ne, so what. Also wir sind jetzt auch mit dem größten Schneidwerk, was wir kaufen können, auf dem kleinsten Feld der Karte unterwegs gewesen. Ja gut, ne. Es ist halt einfach die Bequemlichkeit, es geht halt einfach, ne. Es ist halt einfach dieser Moment, es geht. Ja, aber ich sag mal, viel verkehrt machen kann man ja bei LS eigentlich nicht. Also da geht ja vieles, das lässt ja vieles durch. Ich weiß gar nicht, ob es so Mods gibt, die dann wirklich hart auf Realismus auf Wert legen und das Spiel dann an den Stellen noch schwerer machen. Ich meine, dass man jetzt an den Preisen oder was machen kann, dass es mal teurer, billiger, irgendwas wird, ja Gott, ne, das, ist noch das Wenigste, was mich jetzt zerstört am Realismus. Man will ja auch neue Maschinen, man will ja auch vorankommen und nicht 30 Seasons spielen müssen, um einmal dann sich einen neuen Traktor leisten zu können oder sowas. Ne? Also so wie denn das ja in der harten Realität ist. Also wenn da jetzt jemand das Geld sich zusammen verdienen muss, um sich so dermaßen zu vergrößern, wie wir das gemacht haben mit manchen Feldern, das ist dann halt manchmal einfach nicht. Ah, ist leer, okay.
32% haben wir transportiert von Feld 44. Also ist Feld 44 das letzte, was noch dann offen ist. Dann werden wir jetzt, wie spät haben wir es? Wir haben 20 Minuten. Gut, dann werde ich jetzt hier schnell noch den Mähdrescher herholen. Und mit dem Mähdrescher quasi den Rest abbunkern über der Abladestation. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hingezuckelt, aber ich denke, das müsste gehen. Glaube ich schon mal, glaube ich hier wieder hängen. Haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Mit dem anderen Mähdrescher, das fliege ich dann nämlich ein bisschen Stroh rum vor dem vor der Abladestation. Musste ich mal kurz ein bisschen, ja. Da lassen schon die Momente, ne? Wenn man das jetzt hochrealistisch spielt, dann würde man sowas nicht machen. Ne? Dann würde man nicht mit seinem Mähdrescher quasi versuchen, den Hänger so ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass es einigermaßen gut aussieht. Oder das Abbunkern halt eben mit in die Abladestation oder so. Ich glaube, das macht auch keiner. Dann gibt es auch die Sachen, dass es dann eigentlich meistens auf dem Acker dann zur Boden. Dass der Boden nicht so belastet wird, dass man da gar nicht mit dem Trecker und den Hänger drauf wird, sondern dass es da extra Überladewagen gibt, die halt extra breite Reifen haben, damit der Boden nicht allzu sehr verdichtet wird und, ne? Also da, sag ich mal, ne? Das sind genau das, die Grenzen, wo ich es mir dann halt eben auch leichter mache, weil ich sage, es geht halt einfach. Kein normaler Bauer würde so mit seinem Werkzeug umgehen, wie ich das tue. Rückwärts haben wir den Grubber, während er unten ist, zum Beispiel. Das ist ja, ne? Oder mit dem Flug. Macht ja auch keiner. Man will sich die Flug ja nicht kaputt machen. Er ist dafür ausgelegt, dass in eine Richtung funktioniert, in eine Richtung. Weiß ich nicht, ob da sogar die Flugscharen abknicken würden, dann, wenn man das falsch macht. Alles solche Sachen. Nein. Ja, das sind so die Momente, ne? Aber es gibt halt eben dann wirklich die Spieler, die das dann halt eben so machen. Und das finde ich extrem gut. Also, das ist wirklich noch realistisch und vollrealistisch. Finde ich sehr, sehr gut. Boah, jetzt habe ich ziemlich viel sogar noch reingeschmissen. Fast noch 1000 Liter. Na gut, aber wir haben die Feldarbeiten abgeschlossen. Ich werde jetzt hier den Restkorn hier rein, damit ich das dann alles, wenn ich denn zu Hause bin, abladen kann. Und wenn wir den Kameraden jetzt hier wieder klappen, nicht möglich, sondern das Rohr ausgefahren ist. So, wenn wir den ganzen hier zusammenklappen, den Juden, und dann fahren wir schön nach Hause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Bis denn. Tschüss.